Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Über eine Dekade hinweg wurden Neubau und Sanierung der Berliner Schulen sträflich vernachlässigt. Das ist nichts Neues. Insofern ist es im Interesse der Berliner Kinder und ihrer Eltern mehr als notwendig, die Behebung des aufgelaufenen Sanierungsstaus jetzt konstruktiv zu begleiten und dabei unserer gemeinsamen parlamentarischen Kontrollfunktion umfassend nachzukommen. Seit fast 30 Jahren, und daran muss hier auch erinnert werden, ist die SPD ohne Pause Teil der Berliner Landesregierung. Und seit über 20 Jahren stellt sie mittlerweile die Berliner Schulsenatoren. Die katastrophalen Verhältnisse an den Berliner Schulen sind unzweifelhaft das politische Erbe einer vor Kurzsichtigkeit und Unvermögen strotzenden Ahnenreihe sozialdemokratischer Bildungssenatoren. Und wenn hier heute von unserer Seite von ewigen Studenten die Rede war, dann möchte ich das verlängern und hier von einer politischen Krabbelgruppe sprechen, die in ihrem ideologisierten Hort auf einen Entwicklungsschub wartet. Anstatt sich um die langfristigen Belange und tatsächlichen Bedürfnisse der Berliner Schüler nämlich zu kümmern, standen und stehen regelmäßig linke Bildungsexperimente im Mittelpunkt. PISA und ähnliche Studien lassen da ja regelmäßig grüßen. Deshalb ist bei den bisher vorgetragenen Planungsabsichten dieses Senats eine gewisse Skepsis mehr als verständlich. Nun liegt uns heute ein Antrag der CDU vor, mit dem sie glaubt, eine Grundlage geschaffen zu haben, um die notwendigen Maßnahmen schneller und vor allen Dingen endlich nachhaltiger umsetzen zu können. Natürlich muss an dieser Stelle die Frage erlaubt sein, und sie wurde ja auch hier schon gestellt, wo die antragstellende Fraktion insbesondere in der Zeit von 2011 bis 2016 war und warum sie in dieser Zeit eigener Regierungsbeteiligung offenbar nicht willens oder fähig war, gegen diese anhaltenden Missstände anzugehen und dort Akzente zu setzen. Nun offenbart die CDU eine überraschende Lernbereitschaft und Kreativität, leider auch, meine Damen und Herren, im Abschreiben. Denn ein großer Teil der im Antrag genannten Punkte sind unserer Programmatik entnommen. Nun, meine Damen und Herren, auch hier nehmen wir mit einem Schmunzeln zur Kenntnis, genau wie Sie, AfD wirkt. Viele der im Antrag aufgeführten Punkte wurden nämlich bereits im letzten Jahr in den zuständigen Ausschüssen oder hier im Plenum in der AfD-Fraktion und von unserer Fraktion angesprochen und eingefordert. Entsprechend dürften nicht wenige der aufgelisteten Ansätze auch tatsächlich dem Ziel zuträglich sein, die Berliner Schulstätten zuverlässiger und nachhaltiger zu sanieren oder zu bauen. So fordert beispielsweise die antragstellende Fraktion unter Nummer 2 des Antrages, die Attraktivität der Bezirke als Arbeitgeber zu stärken. Ach was! Bereits 2017 hatten wir in den Ausschüssen und hier im Plenum eine nachhaltige Stärkung der personellen und übrigens auch der materiellen Ausstattung der Bezirke eingefordert. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten? Nein, im Augenblick nicht, danke. Hier an dieser Stelle haben wir gefordert, unverzüglich das Ausbluten der bezirklichen Hochbauämter zu stoppen und Anreize zu schaffen, die im Wettbewerb mit den umliegenden Bundesländern positiv wirken. Gleiches gilt übrigens auch für die Forderung nach einheitlichen, verbindlichen Baustandards und so weiter. Davon redet die Senatsverwaltung bereits seit Jahren, bis heute ohne konkrete Ergebnisse. Hier erstreckt sich das Feld der Dringlichkeiten von einem einheitlichen Energiestandard, am besten gleich KfW 40, bis zu den Lüftungen in den WC-Anlagen und vieles mehr. Hier wäre darüber hinaus eine landesweite Datenbank im Übrigen für bezirkliche Liegenschaften, insbesondere auch für die Erfassung von baufachlichen Standards, eine super Idee. Neukölln hat so etwas bereits auf bezirklicher Ebene geschaffen und das mit großem Erfolg. Schau, es geht doch. Nun, natürlich gibt es auch Punkte im vorliegenden Antrag, über die noch einmal diskutiert werden muss oder müssen. So erscheint eine Verkürzung von Ausschreibungspflichten auf den ersten Blick zwar charmant, geht aber an der Realität leider vorbei. Die AfD-Fraktion nimmt an, dass es Wunsch der antragstellenden Fraktion ist, möglichst vielen potenziellen Leistungsanbietern die Chance zu geben, sich an dem mit dem Schulbau verbundenen Submission beteiligen zu können. Gerade kleinere, mittelständische Leistungsanbieter brauchen dazu aber auch die notwendige Zeit zur Angebotsstellung. Ist diese nicht gegeben, sind die großen und international tätigen Anbieter leider im Vorteil. Hier ist unserer Auffassung nach nicht auf eine Verkürzung der Ausschreibungsfristen abzuzielen, sondern vielmehr muss dafür gesorgt werden, die bürokratischen Hürden deutlich zu reduzieren. Ebenfalls noch nicht gänzlich zu Ende gedacht und dementsprechend noch nicht einmal ausreichend erörtert, ist der Punkt 7 des vorliegenden Antrags, den Sie mit Ihren Abschlagszahlungen überschreiben.
Diese sind auch jetzt schon möglich, das wissen Sie, und sollten auch im Bewusstsein auf die damit verbundenen Risiken umsichtig in die Diskussion eingebracht werden. Übrigens, den Handwerkern und Baufirmen im Allgemeinen wäre schon geholfen, wenn öffentliche Auftraggeber in ihrer Zahlungsmoral den Appetit auf die Annahme weiterer Aufträge erhöhen. Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren von der CDU, all das sind keine unüberwindbaren Hürden für einen am Ende inhaltlichen Konsens im Interesse des gemeinsamen Ziels. Sie haben mit dem Antrag deutlich gemacht, dass Sie in weiten Teilen die gleichen Argumente nutzen, die die AfD-Fraktion bereits im letzten Jahr formuliert hat. Wir wollen in dieser Zeit endlich wieder mindestens akzeptable Lernbedingungen durch zeitgemäße und bautechnisch schadensfreie Schulen für unsere Kinder jetzt und auch in Zukunft. Ich bedanke mich.